Russland und Finnland kämpfen um die Bronzemedaille. Beide haben gestern ihr Halbfinale verloren. Russland 0:5 gegen Kanada, Finnland knapp 3:4 kurz vor dem Ende gegen die USA. Anton Lundell, der Topmann der Finnen, er will Bronze sich holen, nachdem er vor 2 Jahren schon mal Gold geholt hat mit der finnischen U20-Nationalmannschaft. Aber Russland in den weißen Trikots mit einem richtig guten Start. Chinakov mit der ersten Möglichkeit. Toller Stretchpass da von Kirsanov. Und dann scheitert Chinakov an Pirojnen, am Torwart der Finnen. Die Russen stark in der Anfangsphase. Die wollten wieder gut machen für die Kanada-Klatsche. Podkolzin, der Kapitän, mega motiviert, trifft hier nur den Außenpfosten. Es hätte gut und gerne schon 1:0 für Russland stehen können. Dann in der 7. Minute diese Situation und jetzt steht es 1:0. Ilya Savonov von Akbars Kasan mit der Führung. Da schaut Pirojnen nicht ganz optimal aus, der Rebound nicht gut. Und dann perfekt reagiert vom Russen, 1:0, absolut verdiente Führung. Die Anfangsphase gehörte ganz klar dem Team von Igor Larionov. Die wollten, wie gesagt, wieder gut machen für diese 0:5-Klatsche gegen Kanada. Dann drehte sich das Spiel aber. Die Finnen bis dato überhaupt nicht drin in der Partie mit dieser Möglichkeit. Auch da macht's Kling, der Pfosten getroffen von Mäntykivi. Ja, 1:0 für Russland nach 20 Minuten. Sie hatten das Spiel mit 8:0-Schüssen begonnen. Sie sehen es oben, das war drauf und dran, sich zu drehen, weil Suomi immer mehr Druck machte und zum Ausgleich kam. 26. Minute, da ist er schon, Anton Lundell mit seinem 5. Turniertor. Und was ist das für ein Abwälscher? Perfekt abgewartet, perfekt den Schläger reingehalten. Der Ausgleich für die Finnen, das war alles andere als einfach. Askarov zum ersten Mal geschlagen. Finnland dominierte jetzt. Von den Russen war wenig zu sehen. Die hatten spürbar schwere Beine. Finnland wieder am Kreisen. Askarov, der musste jetzt das ein oder andere Mal in höchster Not eingreifen. Immer wieder so ein Screener vor dem Torhüter der Russen. Und immer wieder wurde es gefährlich. Russland mal mit Entlastung vor der Fehler in der Defensive bei den Finnen. Aber auch Chinakov kommt jetzt zwar zum Abschluss, aber da bekommt ein Finne den Schläger noch rein. Ville Heinola, einer der Top-Verteidiger bei diesem Turnier. 3 Minuten noch im Mitteldrittel. Das war jetzt das Bild, was hier zu sehen war. Immer wieder Möglichkeiten für das Team in Blau. Askarov, der hatte seine liebe Mühe, irgendwie den Durchblick zu wahren. Von den Russen kam viel zu wenig. Jetzt war es schmeichelhaft, dass Finnland nur einmal getroffen hatte. Im Schlussabschnitt sollte sich dieses Bild erstmal nicht verändern. Noch nicht viel gespielt im Schlussabschnitt und Finnland geht in Führung. Sie drehen mal wieder eine Partie, wie im Viertelfinale gegen Schweden. Da haben sie 0:2 gedreht, jetzt ein 0:1 gedreht. Pettman, der Torschütze, auch da ein perfekter Tipp. Hier ist es super gemacht von Pettman und Askarov, zum zweiten Mal geschlagen in der Schlussphase. Russland mit dem Empty Net. Sie hatten hier die Möglichkeit, die jubelten schon, aber die Scheibe war nicht hinter der Linie. Die Russen standen 8-mal bislang in einem Spiel um Platz 3. 8-mal haben sie dann auch Bronze geholt. Jetzt beim 9. Anlauf gibt es die erste Niederlage im Spiel um Platz 3. Die Antwort lautet ja, denn hier bei Empty Net ist es Lundell, der den Doppelpack schnürt. 3:1, 1:28 vor dem Ende, das war die Entscheidung. Lundell gewinnt hier mehr oder weniger selber noch das Bulli im eigenen Drittel. Dann behaupten sie sich und Lundell, ja, das ist dann nicht mehr ganz so schwer für den Nummer 12 Pick der Florida Panthers aus dem Jahr 2020. Der zweite Empty Netter noch hinterher, 4:1 durch Persinen. Das war dann nur noch fürs Ergebnis wichtig. Die Russen gingen jetzt volles Risiko, aber es sollte sich eben nicht auszahlen. 4:1 gewinnt Finnland, holt sich Bronze. Glückwunsch an die Skandinavier, holen zum 7. Mal Bronze bei einer U20-WM.